Bei der Stiff Leg Deadlift Ausführung, auch rumänisches Kreuzheben genannt, wird eine Hantel vorne gehalten und man kippt und dreht ausschließlich mit dem Hüftgelenk. Die Übung sieht sehr einfach aus, ist aber doch gar nicht so leicht zu repetieren. Entscheidend dabei ist, dass die Wirbelsäule in der gesamten Bewegungsausführung von der Kurvatur her gehalten wird, also die gleichmäßige aufrechte Schwingung behält, dass das Kniegelenk leicht gebeugt und auch diesen Gebeugungswinkel behält und man mit dem Becken beim Runtergehen nach hinten ausweicht und beim Raufkommen wieder nach vorne geht und dabei die Hüfte dreht. Es ist eine hervorragende Übung für die Verriegelung der Iliosakral, zu Deutsch Kreuz-Darm-Bein-Gelenke. Und man lernt auch die Wirbelsäule dabei in ihrer Axialität zu erhalten. Die Übung ist für die Hüftstrecker, sprich die Beinbeuger, die Ischiokoralen und die Glutealmuskulatur. Eine andere Übung, wenn man diese die Stiff Leg Deadlift nicht mit einer Langhantel betreibt, sondern mit zwei Kurzhanteln, dann kommt auch links und rechts aufgrund der unterschiedlichen Dynamik noch eine kleine Varianz für die Beckenringstabilität hinein. Wenn man jetzt es noch ein bisschen koordinativ anspruchsvoller ansieht und es einbeinig durchführt, dann habe ich natürlich eine völlig andere Herausforderung für den Beckenring, für das stehende, eben das Standbein-Hüftgelenk und vor allem auch wiederum für die beiden Kreuz-Darm-Bein-Gelenke. Eine erhebliche Steigerung für die Stabilisierung des Becken-Hüftgelenk-Areals.